So, hallo liebe Volleyballfans hier in der Schwerin Arena. Heute letzter Spieltag in der ersten Bundesliga. Der Schweriner SC empfängt heute VfB Suhl. Die Konstellation ist uns so heute verrückt genug, weil heute sind alle Spiele 18 Uhr. Die engsten Konkurrenten, Wilsbiburg hat heute zu Gast Hamburg. Wiesbaden spielt beim USC Münster. Der Schweriner Sportclub mit zwei Punkten zurück. Kann heute eigentlich nur noch auf fremde Hilfe warten. Möglich ist alles, theoretisch könnte sogar der Schweriner Sportclub heute noch Meister werden. Was soll ich erklären? Da müsste Wilsbiburg heute verlieren gegen Hamburg. Wiesbaden in Münster verlieren. Schwerin natürlich Pflichtaufgabe hier gegen Suhl erledigen mit einem 3:0. Wenn, hätte, aber, das können wir jetzt kurz vor Spielbeginn gar nicht genau festlegen. Ich wünsche Ihnen hier heute in der Arena Schwerin ein tolles Volleyball-Bundesligaspiel, das letzte der Saison. Ansonsten geht es erst wieder weiter irgendwann im November, weil wir auch noch die WM haben in Japan. Und der Schweriner Sportclub möchte sich auf jeden Fall mit einem Heimsieg hier heute bei seinen Fans verabschieden und hofft auf eine bestmögliche Platzierung. Dafür wünschen wir natürlich dem Sportclub, den Zuschauern, heute viel Spannung. Und zum Schluss gucken wir mal, wo es nachher rauskommt. Erster, zweiter, dritter Platz. Wenn es ganz schlimm wird, kann man sogar unter Umständen sogar nur Vierter werden. Habe ich mich aber auch noch nicht mit beschäftigt, weil dann muss der Taschenrechner rausgeholt werden. Da werden die kleinen Punkte gezählt, da ist das Satzverhältnis nicht mehr. Also Spannung pur am letzten Spieltag bei den Frauen. Erste Bundesliga Volleyball, Schweriner SC gegen VfB Suhl. Gleich geht's los hier Arena Schwerin. Wir wünschen Ihnen viel Spaß, bis gleich. Yeah.
Das Spiel beginnt, Schweriner SC gegen VfB 91 Tour, Volleyball-Bundesliga, der erste Aufschlag, Denise Hanke. Der geht ins Netz, 1:0 für die Gäste. Birgit Doom beim Aufschlag. Und der Punkt für den Schweriner SC. Maja Pachale zum 1:1. Und der Ball ist im Aus. 2:1 für den Schweriner SC. Beim Aufschlag bleibt also Christine Kaspersky. Dieser Aufschlag geht ins Netz. 2:2. Natasa Rabajic mit der Angabe. Und das ist der Punkt für den Schweriner SC. Erneut durch die Nummer 5 war ja Pachale. 3:2. Charlie Jans. Nur mit der Angabe. Und der Ausgleich für die Gäste. 3:3. Dominique Steffen jetzt mit der Angabe.